So, hallo, was willst du kaufen? Angelwerkzeug. Sammelwerkzeug der Novizen. Holzfäller, Jagdwerkzeug, Ausgrabungswerkzeug. Okay, kaufen wir alles Werkzeug, was wir kriegen können. Warum auch nicht? So, ein. Okay. Spitzenspitzer, Symbol Angelstelle. Begib dich zur Angelstelle, wenn du mit Angelwerkzeug ausgerüstet bist. Okay. Wir brauchen ein größeres Boot. Erfolg abgeschlossen. So, hol dir Erklärung von Chapman. Klicke G, um die Spitzhacke anzuwenden. Hä? Okay, Reliktsuche. Was? Posenangeln, Suche, werfen. Wenn du dich einem verborgenen Trick lehrst, blinkt die Sensor schneller. Nutze Reliktsuche, sobald das Signal blau wird. Aha. Was? Wie benutze ich jetzt die Spitzhacke? Wo sich die Erze befinden? Ach so, wir müssen erstmal zu einem Gebiet hin dann, okay. Ich dachte, dass da oben Im Dorf ist alles in Ordnung. so ein Dingens ist. Nein. Hallo? So, hungernde Wölfe. Ja, weil ich brauche das Kupfererz, das ist total okay. Aber ich brauche Wölfe. Hallo? Wölfi? So, sehr schön. Ich sollte lieber vorher mein Inventar leeren. Eisenerz. Wuhu. Okay, die ist deutlich krasser als ich. Klang, 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 klang. Kann ich jetzt eigentlich permanent so Ressourcen sammeln oder... Etwas Gutes wird passieren, wenn ich meine. So. So, sollte ich mit Abelek bei den Rest sprechen, um den Bergbau zu lernen und selbst noch einen Ort suchen, um Erz abzubauen. Okay.
So, Abbauwerkzeug des Lehrlings. Ah. So. So, da liest du dir alles durch und fragst sowas. Du hast den grünen Balken zwischen HP und MP. Wenn du B gedrückt hältst oder etwas länger... was? Oder etwas angefangen hast abzubauen. Ah, es gibt Bergbau-EP dann. Okay. Also lohnt sich das eigentlich? Bestimmt, oder? Weil du damit Sachen herstellen kannst oder sowas. Jo. Mach das. Okay, fischen kann ich noch nicht. Level das mal ein bisschen. Bergbaustufenanstieg. Ist der wieder aufgetaucht hier? Klang, klang. Okay, dann machen wir das mal. Weg mit dir! Adern lassen sich zweimal anzapfen. Okay. Also wir kriegen auf jeden Fall ein bisschen Eisen oben drauf. Das ist schon mal nicht schlecht. Ups, falscher Knopf. Über einen durchsuchbaren Ziel wird eine Markierung angezeigt. Achso, ich habe den Sucher aktiv gemacht. Okay. Ich kann Abbaubomben einsetzen, um an Rohmaterial zu kommen. Das ist auch cool. Dam-da-da-da-dam. So. Ach, wir müssen den Kran nicht auch noch platt machen dann. Ach, warte, doch. Ah! Schubidubidu.
So. Klack. Gut, dann bauen wir mal ordentlich Eisen hier ab. Ist gar kein Problem. Warum auch nicht? Was passiert, wenn es hier unten auf 0 ist? Ein Wert, der jedes Mal verbraucht wird, wenn du Ressourcen erhältst oder Handwerk fertig einsetzt. Du kannst keine Ressourcen halt eine Fertigkeit einsetzen, wenn du nicht ort genügend Arbeitsenergie besitzt. Die verbrauchte Menge an Arbeitsenergie hängt von den Ressourcen und deinem Standort ab. Zum Beispiel Inseln, Platinfeld und so weiter. 30 Arbeitsenergie wird pro 10 Minuten wiederhergestellt. Ah, okay, das ist die Arbeitsenergie da unten. Das heißt, wenn das 0 ist, dann können wir nichts mehr machen. Das ist gut zu wissen. Macht durchaus Sinn. Klackety Klack. Wo sehe ich denn eigentlich, wann ich die nächste Stufe bekomme hier mit dem Abbauen? L. Okay. Anleitung zum Sammeln. Sammeln ist die wahrscheinlich beständigste Fertigkeit, da Kräuter und Pilze auf deinen Abenteuern leicht zu finden sind. Grüner Daumen. Erlaubt es dir, der schnellste Sammler weit und breit zu werden. Okay, Pflanzendingens, hier bla bla bla, hier Bergbau, Stufe 3. Okay. Beim Abbauen ist perfektes Timing möglich, wenn du zur perfekten Zeit die entsprechende Taste G drückst. Während du seltene Materialien erhältst. Okay. Mondlichtbergmann. Drücke die Fertigkeit zum Aktivieren direkt, und solange er aktiviert ist, erhöht Mondlichtbergbau die spezielle Beutechance. Dies geht allerdings auf Kosten von Arbeitsenergie und Haltbarkeit. Okay. Gut. Bestehende Haltbarkeit 100 wiederherstellbar. Okay. Na gut. Zack. Also es wird dann noch ein bisschen spannender irgendwann, weil du praktisch dann so ein Quicktime-Event vermutlich einfach hast, wo du halt genau zum richtigen Zeitpunkt nochmal G drückst. Damit du dann an die Materialien kommst. Was ganz witzig ist eigentlich. Doch, doch, steht da, wenn du Stufe 10, wenn du das im richtigen Moment G drückst, kriegst du mehr Ressourcen. Stand da zumindest. Also stand hier zumindest. Perfektes Timing. Im Abbauen ist perfektes Timing möglich. Wenn du zur perfekten Zeit die entsprechende Taste drückst, kannst du seltene Materialien erhalten. Oh, ist mir auch aufgefallen. Lol. Ja, drum lese ich auch alles durch, was da steht und weiß daher, was wie passiert etc. und was möglich ist. Aber schön, dass du von mir noch was lernen kannst, Kopuro. Ist gar kein Problem. Gern geschehen. Ich bring dir schon noch bei, wie das Spiel funktioniert. Ja, ja, lesen kann ich auch viel. Aha, offensichtlich nicht. So. So. oh Gott, wenn Kopuro bloß diesen lächelnden Smiley macht und nichts anderes, dann kriege ich mir mega Angst.
Mit Handwerksfertig kannst du Bonusmatte aus der Natur gewinnen. Wenn du dieser Smiley kommt, dann weißt du ganz genau, oh oh. Böse. Je härter ein Erz, desto reicher ist es. Voll die coolen Sprüche hier. Stufe Juwelengutachter hat sich auf Stufe 2 erhöht. Hallo? Ich hoffe, ich finde das Material, das ich brauche. Ich finde es schön, wenn in der deutschen Übersetzung die Hälfte der Texte immer fehlen. Oder die Hälfte der Wörter dann fehlen, weil das rausfiltert am Ende. So, ich mach's glaube ich gleich mal weiter dann. Sonst sitze ich hier noch 3 Stunden lang und werde 3 Stunden lang nur Sachen abbauen. Ich kenne mich. Ich bin da echt ein großer Dulli, was das angeht. Weil ich kann das auch. Ich kann mich jetzt 3, 4, 5 Stunden hinstellen und kann nur hier Steine klopfen. Ist gar kein Problem. Würde ich sofort hinkriegen. Ist nur nicht sehr spannend. Das brauchst du aber noch für später. Ja gut, dann klopfen wir weiter Steine. Okay, schade, ich steige nicht automatisch wieder drauf. Aber es ist ganz gut eigentlich, dass du halt nach und nach halt diese ganzen Fähigkeiten alles dann freischaltest, die sich halt nach und nach dann ergeben. Es hat den charmanten Vorteil, dass du nicht komplett überrannt wirst von dem Spiel mit. Du hast 80 Trilliarden Möglichkeiten, was du machen kannst. Ja, macht das Ganze ein bisschen einfacher. Ha, wenigstens looten wir ein bisschen was an Items. Okay, meine Spitzhacke ist gleich kaputt. Die muss ich gleich mal reparieren dann. So. Kann man die überhaupt reparieren? Bestimmt, oder? Kann bestimmt beim Schmied reparieren, wie alles andere auch. Und sonst so, wie war eure Woche so? Gibt's was Spannendes zu erzählen? Oh. Klackeri-klack.
So, Bergbaustufe 5. So, mal gucken, ob wir das damit auch reparieren können. Ich lasse mich mal überraschen. Ich glaube bloß, der Ausrüstungshändler kann nichts reparieren, ne? Ne. Hier, Reparatur. Okay, der kann nichts reparieren. Okay, also man kann sie nicht reparieren, oder was? Doch. Okay. Warst richtig. Ach, hier, Handwerkfertigkeiten. Hier, alles reparieren. Ah, okay. Check. Alle reparieren. Okay. Ich habe das Menü unten nicht gesehen. Okay. Die Reparatur ist abgeschlossen. Die Maximalzeit wurde verringert und kann durch Wiederherstellung regeneriert werden. Was mache ich damit? Handwerkswerk. Bei der Wiederherstellung wird die maximale Haltbarkeit des Werkzeugs um die festgelegte Handwerksfertigkeit. Handwerksfertigkeiten, Werkzeugwiederstellungsset. Ein wichtiges Material zum Wiederherstellen der Haltbarkeit von Werkzeugen stellt die maximale Haltbarkeit eines Werkzeugs wieder her. Unverkäuflich. Okay. Die mögliche Menge an Material für die Regeneration hängt von der Werkzeugstufe ab. Okay, offensichtlich fehlen mir da die Items dazu. Kann ich den irgendwo kaufen? Oder muss man die finden? Oder wie ist das? Der das Zeug zumindest nicht hier. Okay. Na gut. Im Dorf ist alles in Ordnung. Dachte, das machen wir mit Money. Ups. Ja, das Reparieren kannst du tatsächlich machen. Aber die komplett wiederherstellen, brauchst du diese komischen Items dafür. Also reparieren kannst du es, das geht. Bloß du verlierst halt maximale Haltbarkeit. Und die maximale Haltbarkeit kannst du wiederherstellen dann. Wenn du dieses komische Reparaturzeug verwendest. Ach, die blauen Teile kannst du nachkaufen. Blaue Teile? Oder das noch grüne? Ach, du meinst das Werkzeug? Nee, ich habe ein blaues gekriegt von ihr. Hier, das Blaue hier. Also ist eine blaue Spitzhacke. Der Rest ist grün, da habe ich alles gerade gekauft aus dem Laden. Egal, die kannst du alle nachkaufen. Also spar dir das Zeug, wenn du es hast, für höherstufige Teile. Okay, also praktisch einfach nur mit Gold reparieren und dann das andere Zeug nur nutzen, wenn man halt dann, keine Ahnung, epische, legendäre oder sowas dann hat. Ein Werkzeug. Okay. Gut zu wissen. Naja, ein bisschen was geht da nach oben. Ist es hier oben einfacher, das Abbauen ohne Monster oder sowas? Schauen wir mal. Kann ich nicht Kupuro losschicken und für mich hier das alles abbauen lassen?
Wofür habe ich denn meine Begleiter? So, einfach losgehen und für mich Eisen abbauen. Los, Gopuro, lauf mal los. Arbeite mal was für dein Geld hier. Ist ja furchtbar. Aber hier ist eigentlich echt gut, um Sachen abzubauen die ganze Zeit. Vor allem ist es hier relativ einfach, da relativ fix auch ranzukommen. Also hier oben ist deutlich besser als da unten, weil hier hast du weniger Monster, die dir halt die, die Adern blockieren. Also kann man wirklich schön im Kreis rumlaufen dann. Gut, 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 gut. Kaderstufenaufstieg. Sehr gut. So. Aber krass, wir haben fast die Hälfte unseres Dingens runter. Stufe Bergbaumeister hat sich auf 2 geändert. Hooray. Bergbau Stufe 6. Holy crap, wenn wir dann alles leveln müssen, aber davon also auch Fischen leveln müssen und so weiter. Dann wird es ganz schön viel werden. Also da kannst du, glaube ich, dann... Ich glaube, das sind dann so Punkte irgendwann. Die mache ich dann einfach offscreen. Was zu trinken im Übrigen. Was der Vorteil gerade ist, weil ich kann mir einfach was zu trinken sammeln. Ja. Und kann mir was zu trinken reinschnabulieren, während ich ja ganz entspannt alles abbaue. Lass mich mal in Ruhe hier. Ich muss was zu trinken einschenken. Also nicht nerven. Okay. Schuppentier und Alraune. Okay, 8 Schuppentiere und 6 Alraunen erledigen. Okay. Warum auch nicht? Königsalraune. Okay. Ich brauche 3 Alraunen. Hallo, Alraunen. So, stopp. Da machst du auch viel nebenbei. Okay, ist gut zu wissen. Stufenaufstieg. Geil. Hmm.
Abbauen. Bereit zum Abbauen. So. Ja, ich finde es sehr gut, dass wir levelmäßig so gut aufsteigen. Aber ich muss sagen, es sind schon echt extrem viele schöne Mechaniken auch in dem Spiel drin. Also es ist nicht nur rein mit, keine Ahnung, hau alle Monster platt, sondern hast du doch wirklich so ein bisschen mit, naja, kannst halt hier Ressourcen abbauen, da was machen, hier was machen, Lirum Larum Löffelstiel. Das hat eigentlich schon echt was. Es gibt auch Abbaubomben im Übrigen, auch interessant. So, haben wir gleich Stufe 7. Das finde ich sehr schön. Höre die Erklärung von Händler Chapman an. Handwerksfertigkeiten. Ja, aber da müssen wir erst auf die Burg, glaube ich. Den haben wir hier nicht. Und tschüss. Alles platt machen, was uns hier in den Weg kommt. Ganz wichtig. So. Da sind noch ein paar Ressourcen, finde ich gut. Mir steckt eine Blume im Rücken. Auch gut. So, nochmal abbauen. Dumm, die dupi dumm. Ich finde es schön, wie wir hier jetzt, glaube ich, keine Ahnung, eine halbe Stunde unterwegs sind und nur Erz abbauen. Aber sehr entspannend tatsächlich. Und zwischendrin killen wir noch ein paar Monster, die bringen zwar kaum Erfahrungspunkte, aber was soll's. Mondlichtbergbau ist ein zweischneidiges Schwert. Juwelengutachter hat sich auf Stufe 3 erhöht. Okay. Gegenstandshaltbarkeit durch Kämpfe flittern, Ausrüstung und Haltbarkeit. Du bist Weltenbaumblätter. Was? Klacke die Klack. Ich finde es super, solange wir hier im Kreis laufen können. Es ist echt fantastisch. Da kann man echt relativ fix alles abbauen. Hat was. Hallo? Okay, 20 Haltbarkeit noch. Okay.
Okay. Oh, es wird immer, immer langsamer, das Ganze hier. Ist ja furchtbar. Also mach noch bis Stufe 10 und dann mache ich mit dem normalen Ding weiter. Ich glaube, Stufe 10 sollte mir reichen. Hoffe ich. Dass es dann erstmal 2 Sekunden reicht. Achso, mal hinten ist ja das hier. Gehen wir erstmal da runter. Ich hoffe, das reicht dann, Kupuro. Wenn ich das bis Stufe 10 mache. Dann habe ich zumindest auch ein bisschen was an Materialien. Den Rest würde ich dann einfach versuchen, gegebenenfalls offscreen weiterzumachen. Weil das ist was man wunderbar schön auch nebenbei machen kann. So halb zumindest. So, da rechts gehe ich nicht hin, weil das sind die Gegner. Das heißt, wir laufen einfach hier oben jetzt wieder im Kreis rum. Oh, 6 von 10 Haltbarkeit. Okay. Was sagt die Haltbarkeit? 4 von 6, okay. Dann düsen wir einfach nach da unten, reparieren das kurz und dann geht's weiter im Programm. So. Alle reparieren, jawohl. Und weiter. Das Lied des Tree Porters. Ich finde das Lied ist cool. Es hat was. Was macht die maximale Haltbarkeit? 86. Naja. Ist ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen, aber was soll's. Schön wie du. Gleich einmal Stufe 8. Hooray. Aber es geht doch recht relativ fixer. Wir haben halt über die Hälfte schon von unserer täglichen Arbeitsausdauer runtergepulvert. Das ist schon krass. Wir sind ein totales Arbeitstier. Aber hey, Kupuro sagt, es ist wichtig, also machen wir das. Dam, da, 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 dam. Vor allem wäre das lustig, ob das dann bei Stufe 10, ob das hier bei diesen normalen Materialien, sag ich mal, dann auch so ist. Meister der Spitzhacke hat sich auf Stufe 3 erhöht. Na, helft mir. Ob es dann hier auch diese Quicktime-Events bei diesen normalen Ärzten gibt oder nur bei den Superärzten? Ich frage mich übrigens, ne, bei diesem Eisen, was wir eben die ganze Zeit sammeln. Du hast Weltenbaumblätterpunkte erhalten. Was auch immer das ist, ich habe keine Ahnung. Würde mich mal interessieren, wieso das eigentlich Kupfererz ist, wenn wir daraus Eisenerz und sowas kriegen. Den Entwicklern ist hoffentlich schon klar, dass es einen Unterschied zwischen Kupfer und Eisen gibt. Ich stelle das mal, ganz offen die Frage in den Raum. Man kann ja legitim sein. So. Aber das sagt der, der hier gerade 80 Tonnen Eisenerz mit sich rumschleppt. Und überhaupt kein Problem damit hat, das zu tragen. (lacht)
Okay, von mir aus kann das jetzt ganz so weitergehen, dass die beiden hier spawnen. Dann muss ich weniger laufen. Würde mich absolut 0,0 stören. Das ist meine letzte Sorge beim Abbauen. Was, dass du tonnenweise Eisenerz mit dir rumschleppst? Oder Materialien? Ja, du weißt ja, wie ich in Spielen so bin. Du hast ja... Was war dieses Spiel? Die Outer Worlds. Du hast ja gesehen, wie ich Outer Worlds gespielt habe. Sehr zum Leidwesen aller. Ich fand mein Gameplay von Outer Worlds super. Ich habe noch manchmal ein bisschen länger gebraucht, um von A nach B zu kommen. Aber wir haben es trotzdem durchgespielt. Dam, da, 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 da. Okay. Wir haben fast die Hälfte zu Stufe 9. So, müssen wir eben mal da runter kurz. Wo sehe ich eigentlich, wie viel... Ach hier, okay. 36 starkes Eisen. Okay, ist aber nicht sehr viel. Ich vermute mal, dass das so Materialien auch sind, die man relativ häufig dann braucht. Also so starkes Eisen und so weiter. Und dass das dann, ja, eigentlich das größte Problem dann ist später. Dass du da diese Materialien brauchst. Und die einfach nicht so permanent zur Hand hast. Aber ich bin mal gespannt, was wahrscheinlicher ist. Dass unsere Ausdauer hier unten weg ist oder dass wir Stufe 10 erreichen. Ich bin sehr gespannt. Falscher Knopf. Schubidibum. Aber ich finde, das Gebiet eignet sich echt gut hier. Natürlich bin ich mir sehr sicher, dass es später Gebiete geben wird, wo es noch besser ist zum Abbauen die ganze Zeit. Aber Stand jetzt ist das hier gar nicht mal schlecht. Man hat alles, was man grob braucht und haben möchte. Aber ich glaube echt, dass unsere Ausdauer zu Ende ist, bevor wir Stufe 10 erreichen. Naja, vielleicht auch nicht. Ups. Klank, 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 klank. So. Schade, dass die beiden jetzt dann spawnen. Die beiden hier waren cool, wo die beiden hier die ganze Zeit gespawnt sind. Da ging es ein bisschen schneller vonstatten alles. Stufe Bergbaumeister hat sich auf Stufe 3 erhöht. So, Bergbau haben wir Stufe 9. Sehr gut. Es wäre irgendwie cool, wenn du eine höhere Stufe hast, wenn das hier auch weniger werden wird. Also wenn du praktisch dann das, trotz der in Anführungszeichen schlechten Spitzhacke, dann schneller abgebaut werden würde. Wisst ihr, was ich meine? Das wäre schon cool. So, meine Spitzhacke ist gleich wieder kaputt. Sehr gut. Aber Stufe 10 machen wir jetzt noch im Bergbau.
Und dann lass mal gut sein. Dann sollte es erstmal reichen. Weil ich dann noch eh nicht mehr so viel Ausdauer übrig habe. Dam, da, da, dam, dam, dam. Schubidubidu. Hey ho, hi ho. Wir sind vergnügt und froh. Toll, ich muss das... Ich muss das anders machen, wie ich pfeifen will. Hey ho, hey ho. Hey ho, hey ho, hey ho. So, jetzt bräuchten wir irgendwie so ein wirkliches... So ein Bergbaulied bräuchten wir hier jetzt noch die ganze Zeit. Ah, kann mir wunderbar schön singen dann. So, Kupuro macht auch gleich mit. Oder sie will mir damit sagen, dass mir mit der Axt den Kopf einschlägt, damit ich nicht mehr singe. Ich bin mir nicht sicher. Man kann das doppeldeutig machen. Okay, ich glaube, Kupuro möchte nicht, dass ich singe. Falls du 7 machen wolltest, das sind 8 Zwerge. Oder 8 Smileys. Und nicht 7. War einer zu viel. Wenn das die Intention war. So, 2-mal starkes Eisen. Heps, wer möchte je, dass du singst? Danke, ich finde das sehr nett von dir. Es freut mich sehr, dass dich mein Gesang, dass du ihn so toll findest. So. Ja, gerne. Mhm. So, 13 Stunden von Multiverse Emperor entfernt. Bist halt in anderen Sachen gut, aber singen ist es nicht. Ha! Ich bin der beste Sänger überhaupt. So. Oh no! Oh no! Ist ja mir auch so. Hochmut kommt vor dem Fall. Ja, zum Glück bin ich immer sehr geerdet. Das heißt, ich kann immer nicht fallen. Weil ich einfach mit festen, feinem Best in allem drin stehe. Der war schlecht. Uff. Graf Omega, hallo, einen schönen guten Abend wünsche ich. Schön, dass du da bist. So, gleich immer Stufe 10. Dann ist es vorbei mit Bergbau. Dann machen wir der Quest wieder weiter. So, wie geht's, Graf Omega? Alles gut? Hast den Weg wieder hergefunden? Guten Morgen, Graf Kupuro. Bist du gerade schon wieder aufgestanden, oder was? Weil du gerade guten Morgen sagst? Du weißt, wir haben Abend. Also, ich frag einfach nur. Ich bin mir nicht sicher, ob Kupuro noch weiß, wann Tag und Nacht ist. Jo, alles gut. Und selbst? Jo, passt. Bin ordentlich am Lost Ark zocken. Das Spiel hat mich voll erwischt. Bin seit 8 Uhr morgens wach, okay? Okay. Ja, ich glaub dir das jetzt mal. Dass du zur Abwechslung mal nicht irgendwie, um 22 oder 21 Uhr so aufhängst, so, jo, guten Morgen, ich stehe jetzt mal auf um 21 Uhr, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Da hinten ist ein Bisschen. So, nehmen wir das mal. Das ist einmal passiert und ich werde es dir permanent vorwerfen, Kupuro.
Und das auch nur, weil ich ein Mittagsschläfchen gemacht habe. Drücke geben ab. Was? Drücke beim Abbau H in genau dem Rhythmus, in dem das Signal angezeigt wird, damit du... Keine Ahnung. Also, Kupuri, ich zeige dir jetzt mal, wie man auf Stufe 10, wie man Sachen abbaut. Ne? Oder auch nicht. Show me! Ich glaube, das geht hier nicht. Verdammt. Ich glaube, hier geht's nicht. Bei diesem normalen Erzgelumpe geht das nicht. Ich zitiere mich. Hochmut kommt vor dem Fall. So. Beim Abbau ist perfektes Timing möglich. Wenn du zur perfekten Zeit die entsprechende Taste G drückst, kannst du seltene Materialien erhalten. Ein ganzes Gebirge voll Erz und nur eine Spitzhacke. Kein Problem, wenn das Timing stimmt. Okay, das ist aber trotzdem doof. So, Juwelengutachter, Stufe 3. Stufenaufstieg bei Stufe 13, Stufe 11, Stufe 12. Okay. Ach so, wenn ich hier in der Spitzhacke, wenn ich jetzt Stufe 11 bin, dann kommt hier Meister der Spitzhacke Stufe 4. Okay. Ja, aber das ist gerade echt doof. Also normalerweise steht drin, wenn du den perfekten, perfektes Timing machst, dann geht das. Aber geht offensichtlich nur bei seltenen Materialien. Also nicht bei diesem Standardgelumpe hier. Würde ich jetzt mal behaupten. Das ist irgendwie doof. Weil ich versuche die ganze Zeit die Taste schon zu drücken hier. Aber das bringt gar nichts. Also man muss es wirklich, es gibt nur spezielle Dinge, wo das dann wohl so ist. Naja. Okay, dann machen wir mit der Quest weiter. Wir haben Stufe 10 erreicht. Mehr wollte ich gar nicht. Stufe 10 Bergbau. Haben wir ordentlich gefarmt.